Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Es war eine große Pause. Das Problemchen ist, das Spiel habe ich jetzt nicht hinbekommen, auf Deutsch wieder hinzupitchen. Ich weiß nicht warum, aber ihr seht, ich habe was anderes hinbekommen. Die Grafik sieht viel besser aus, als es überhaupt im Normalfall bei Need for Speed aussieht. Ja, weil ich es auch so hinbekommen habe. Ich habe nämlich, ja, das Game ein bisschen geupgradet, was das angeht. Und ja, ich würde mal sagen, oh, wir müssen noch einiges tun. Na gut, machen wir mal die Rennen. Warum nicht? Oh, warte, das ist viel zu laut. Ach, der Sound ist viel zu laut. Und ich nehme nur mit OBS auf, also habe ich weniger Probleme, das aufzunehmen. Nur ist das ein bisschen zu laut, wie ich gerade sehe. So. Alter, warum ist der so laut? Was? Warum? Warum habe ich das? Habe ich das etwa auf Standard gemacht? Oh Mann. Jetzt auf. Ja, genau. Es ist immer noch so. Was zum Geier? Was ist mit diesem Part los? Hallo? Nicht Video Resolution. Das ist eine Audio. Alter, ist das Spiel laut. Ach du Sch. Nur die üblichen Probleme. Ja. Ja, ne? Ja. Kann man mal anfangen bringen. Oh Gott. Ich liebe Drag-Rennen. Ja. Mhm. Komm. Machen wir am Anfang noch ein bisschen was anderes. So. Ich glaube, ist doch nicht schlecht, mit was anderem anzufangen. Ich glaube, das macht jetzt nicht so extrem aus, wenn das jetzt leider auch die Schrift nun auch auf Englisch ist. Aber ich bekomme das gerade nicht anders geupdatet. Das Schöne ist, es ist auf 1080p. Aber irgendwie ist nicht mehr. Das sind die anderen Sachen, die ich sonst eingespielt habe. Doch, die Straße ist doch ein bisschen, oder? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, Alter. So. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich Need for Speed Most Wanted 2 anfangen. Also das den zweiten Teil, also meine damit natürlich 2012er Version, glaube ich, ist es. Also die Most Wanted 2012er Version. Und dann habe ich gewusst, dass ich hier noch was übrig habe. Anstatt, dass ich es kurz vorm Ende einfach übrig lasse, kann ich es ja auch beenden, ne? Ja, glaube ich, gar nicht unrealistisch. Irgendwie ist der Kamerawinkel nicht so passend. Deswegen stelle ich ein bisschen zurück. Sollte jetzt, glaube ich, besser gehen. So. Das sollte auch in schönen 60 FPS laufen. Okay. Das war sehr, sehr interessant. Das Lustige ist, was ich auch bemerke, ist, dass ich selber nur 30 FPS habe, aber die Aufnahme anscheinend wirklich auf 60 FPS fungiert. Ich selber sehe lustigerweise nur 30 FPS. Gefühlt. Das ist krass. Das ist verdammt nochmal krass. Gut, da ich jetzt länger auch durch das Spiel nicht gespielt habe, bin ich ja sowieso auf einem total anderen Niveau. Stimmt ja, dass er die Dinger dann benutzen. Habe ich nicht vergessen, sollte ich wahrscheinlich fürs Drag-Rennen mal benutzen. Ach, wir hören Sound, aber nur im Hintergrund ganz leicht. Komm, lassen wir so. Wobei andererseits ist doch gerade die Musik das, was auch zum Teil ausmacht. Warum ist die Musik jetzt so leise, Alter? Game Music Volume. Das fliegt mir nicht um die Ohren. Okay, jetzt passt es wieder. Gut. Gut, jetzt hören wir wenigstens wieder den Sound. Gut. Nein, das ist die falsche Taste. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das hat leider so. Ja, das
es nur ein Sprintrennen ist mit Minimum-Dinger, dann ist das kein Problem. So. Sollte auf jeden Fall alles klarer und schöner aussehen, auch für euch. Wenigstens jetzt nicht. Jetzt wenigstens auch im Vollbild. So. Ah, nee. Ja, super. Dass ich da dagegen gefahren bin. Wir wissen auch die Grundtexturen auch ein bisschen, glaube ich, alle besser. Das Lustige ist, mit der neuen Grafikkarte, das Spiel, also die Grafikkarte ist nur so um die 30% ausgelastet. Davor hat gerade so meine Grafikkarte ausgereicht. Für eine Aufnahme. Und jetzt, ne? Das ist schon crazy. Der Unterschied dann plötzlich zu sehen. Alter, sieht doch alles nice aus. Nein. Alter, jetzt verstehe ich gar nichts mehr vom Spiel. Was ist das alles im Englisch? Ich habe alles kaputt gemacht. So eine Scheiße. So. Vielleicht kaufe ich es mir irgendwann nochmal auf Deutsch und dann machen wir es nochmal neu. Und das von Anfang an mit solchen Art von Grafik. Da glaube ich das Beste. Kann ich nur noch jetzt leider im Nachhinein natürlich nicht machen. Weil es in dem Sinne unmöglich ist. Alter Dodge Viper. Nicht so arg am Ausflippen, bitte. Was? Er hat einfach so knallhart mich überholt. Alter. Danke. Lustigerweise kann man das nicht irgendwie auf die Grafikkarte oder so schieben, weil ich habe ja eigentlich die GTX 970, die ja ein bisschen bekannt ist, wenn sie halt an der Grenze ist, dass sie... Was hat der Typ gemacht? What the fuck? Dass die ja ein bisschen sonst Probleme hat, wenn sie am Ende ist von ihrer Leistungsfähigkeit, was Arbeitsspeicher angeht, weil sie da ein bisschen langsamer ist, aber... Ja, bei solchem Spiel ist es natürlich nicht annähernd am Ende. Daher wundert es mich ein bisschen. Oh gut. Oh Gott. Oh Gott. 331, merke ich nicht mal. Dass jetzt ein Breitbild ist. Und ich fahre, glaube ich, auch schon im Vergleich zu damals ein bisschen schlechter. Gefühlt. Gefühlt. Au. Scheiße. Warum drücke ich überhaupt das? Warum tue ich mir das überhaupt an? Ja. Wunderbar. Ups. Sollte mir vielleicht nicht so oft passieren. Und weiter geht's. Gut. Alter, 2 Minuten 30 für eine Runde. Oh Mann. Das Spiel ist halt echt extrem, was das angeht. Naja, jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht unbedingt da rein wollte. Aber gut, wir schaffen das. Wir schaffen das alle. Ganz locker easy. Da müssen wir jetzt gar keine Probleme. Es hat einen bitteren Nachgeschmack. Eigentlich sollte es einen tödlichen Nachgeschmack haben, aber... Boah, ne? Bitter reicht schon. Ach du Scheiße, so richtig gewrackt, Alter. Nämlich nicht gewrackt, sondern gewrackt. Weißt du, wir sind vorhin einmal falsch rumgefahren. Weißt du? Ich kann ja mit Vollspeed... Okay, der andere ist nicht da. Gut. Das ist dann unser Ansatz. Der andere macht auch einen Fehler. Alter.
Das Game ist echt gut mit dem Ziehharmonika-Effekt. Der kann immer noch nicht fahren. Das hat er irgendwie einen Totalschaden oder was? Kommt einem ja fast schon so vor. Das ist ganz gut. Das trifft sich halt eigentlich fast schon perfekt. Wie der Wagen einfach von selber aus so viel zieht. Gar nicht wissen, wenn wir dann bald unseren Porsche Carrera GT haben können. Mit vollster Tuning-Leistung. Ach du. Heilige Scheiße, das wird ein Wagen. Da werden wir Angst bekommen. Glaube ich, was Leistungsniveau angeht. So ist ja noch alles recht normal hier mit diesem Wagen. Da sind sie plötzlich alle hinter mir. Das ist ganz komisch. Na gut, am Ende vom Let's Play weiß ich zumindest, dass ich einen der besten Wagen haben werde. Also nicht sogar der beste. Den Time Trial, also diesen anderen Modus, den machen wir gar nicht. Also so habe ich persönlicherweise nun gar keinen Bock mehr. Ja, ich dachte, ich könnte das als 100% Let's Play machen. Ja, ich weiß. Habe ich gesagt. Wenn, dann vielleicht irgendwann anders. Wenn ich es nochmal Let's Play, dann würde ich genau das nochmal tun. Und vielleicht auch das regeln. Oh Gott. Das war nicht schlau. Kann man mal so sagen. Ja, kurz vorm Ende. Ja, deswegen war das erst recht noch unschlauer. Vor allem Ding, wenn man plötzlich einen Drift hat. Aber zum Glück haben es die anderen das rechtlich geschafft. Gut. Ziehharmoniker Effekt, lass mich bitte in Ruhe. Ja, fast hinbekommen. Den bestmöglichen Speed. Alter, diese LKWs hier. Natürlich fährt er da. Natürlich fährt er da vorbei. Und das ist so locker lässig, dass man sich so denkt, yo. Alter, nach hinten sieht das noch extremer aus. Und dabei leider nicht jeder einzelne Mod reinbekommen. Aber schon mal so, dass es. Oh nein, warum fahre ich so entlang? Da hätte man wenigstens nett sein können, dass das irgendwie so funktioniert. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir genügend Speed hier durchbekommen. Alter, es ist dunkel. Ich will das K.O.-Rennen nicht nochmal fahren. Jetzt komm schon. Bitte. Hier ist da außen rumgefahren, das ist gut. Es ist plötzlich wieder sonnig ohne Ende. Komm, ich fahr so einfach gegen die Wand, um halt perfekt Speed zu haben. Oh! Er ist überholt. Genau das Nitro verwendet, um halt genau das nötige bisschen Grip auf der Hinterachse zu bekommen. Warum auch immer hier Nitro Grip gibt auf der Hinterachse. Das ist halt ein bisschen unrealistisch. Aber gut, warum nicht, ne? Warum nicht? Jetzt chillen wir kurz ein bisschen. Das ist kein Problem. Oh, ich bin sogar mal recht gut durchgekommen. Fast schon überraschend. Wie gut ich gerade durch das eine Anstoßen gegen die eine Telefonzelle oder so, ich da genau deswegen perfekt hier durchkomme. Alter, ich hatte echt schon Angst währenddessen. Komm, machen wir noch das andere K.O.-Rennen, dann haben wir die K.O.-Rennen auf jeden Fall durch. Dann wird das wahrscheinlich für diesen Part schon ausreichen. Wird man sehen. Oh, alles kein Problem.
Und dann kommt so eine Kurve und dann denkt man sich so, doch Problem. Alter, Kamera. Ich hab dasselbe Problem wie auch immer auch. Ich glaube, das Spiel ist zu laut, ne? Ach du Scheiße. Du musst es mir danach echt noch angucken, nach der Aufnahme. Wie sie es angehört hat. Vielleicht bin ich doch richtig nah genug dran. Ich hoffe es einfach mal. So. Und vielleicht werde ich auch andere Projekte, die abgebrochen waren oder wenigstens jetzt nicht so extrem bisher waren, ich da vielleicht noch hier und da das andere, ein oder andere Spiel noch weiter spielen. Ich mag es ja sonst grundsätzlich ja nicht so unbedingt, wenn da immer dasteht, dass da irgendwas von mir abgebrochen ist. Sowas versuche ich, glaube ich, jetzt ein bisschen hinterher zu gehen und ja, vielleicht schaffe ich es ja auch, gewisse alte Projekte auszustampfen. So ist es ja nicht. Mal sehen. Nichts, oh Gott. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut. Irgendwie hat alles schon seinen Sinn und Verstand vielleicht. Oh mein Gott. Haben sogar alle Wände angeknutscht. Muss ich echt mal ein bisschen vorsichtiger durchkommen. Schreibbar. Mal sehen. Das ist hier auch nochmal das Ziel gewesen. Einmal hier im Kreis fahren, dann da genau rein, ne? Genau da vorne gleich. Dann fährt er schon einmal wirklich fast schon ganz im Kreis. Schon verrückt. Das ist irgendwie komisch, was sonst. Sonst ist es irgendwie so, dass ja in diesem Game. Was soll ich denn sagen? Oh Gott. Vielleicht sollte ich lieber aufpassen. So. Was wollte ich. Ach, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Irgendwie bin ich total distracted und total unkonzentriert. Ich das Spiel wieder spielen, das jetzt mal in solch einer Auflösung und genau hier. Anstatt anders. Ich kenne das Spiel nur anders, so wie es aussieht. Habe ja auch schon einige Parts davor ja schon so aufgenommen. Davor. Das ist schon ein bisschen schwierig. Nee, nicht schon. Okay. Zumindest sind wir wenigstens nicht so extremst dran geknallt. Nur eine Wand, oder mehr gesagt zwei Wände geknutscht, wenn man die Anfangswand dazu zählt. Durch. Ich kann auch am Ende noch versuchen, noch das kleine Drake-Rennen hinzubekommen. Warte, wir kommen jetzt noch am Ende hin. Das wär's wenigstens. Könnte ich ja noch probieren, Drake-Rennen zu lösen. So. Yes! Ah, continue. Danke, ja, aha. Was haben wir denn sonst noch? Race Events. Drag Rennen. Habe ich ja extra noch gesagt. Probieren wir mal. Mal sehen, ob wir es jetzt hinbekommen. Wenn wir am Anfang richtig übel zerkackt haben. Ich bin. Das ist so. Das ist so eine Scheiße manchmal. Also ich finde diese Drag-Rennen gerade mit dieser Steuerung manchmal so eine tolle Sache.
gut. Gut. Kommt sogar noch jemand hinterher? Okay, jetzt. Oh Gott. Kamera, Mann! Och nee. Danke, Kamera. Das ist doch kaum zu fassen. Von denen getrashed werden können. Es ist doch so einfach. Es ist doch so einfach. Ich weiß nicht, warum da immer das Spiel so extrem ist an dieser Stelle. Hinten gucken. Ich will doch nur einmal nach hinten gucken. Warum ist die Störung so sensibel? Jetzt will er sich noch mit mir anlegen. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich bin, der kommt immer noch vorbei. Nice, endlich. Ja gut. Oh Gott. Pinsel. Continue. Danke. Gut, dann sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Need for Speed Most Wanted und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao!